Schermbeck Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Für das Kindergartenjahr 2022-23 plant der Kreis Wesel, das Angebot an Kita-Plätzen weiter auszubauen. Für Kinder unter 3 Jahren soll die Anzahl von derzeit 643 auf 681 Plätze erhöht werden. Für Kinder über 3 Jahren sollen zusätzlich 100 Plätze neu geschaffen werden. Die Gemeindewerke Schermbeck prüfen mit ihrem Fachpartner Gelsenwasser die Möglichkeiten einer zentralen Wärmeversorgung des Baugebiets im Spechort durch Erdwärme. Auf dem zukünftigen Baufeld wird derzeit eine bis zu 200 Meter tiefe Erkundungsbohrung durchgeführt. Die Aschelaufbahn am Waldsportplatz wird in eine Tartanlaufbahn umgewandelt. Durch die Bauarbeiten kann es zu Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr kommen. Die Gemeinde bittet um Verständnis. In der Kreisverwaltung Wesel besteht weiterhin Maskenpflicht. Wer nicht bereit ist, eine Maske zu tragen, kann daher keinen persönlichen Termin in der Kreisverwaltung wahrnehmen. Damit macht die Kreisverwaltung von ihrem Hausrecht Gebrauch. Die Gemeinde Schermbeck trauert um ihren langjährigen stellvertretenden Gemeindewehrführer und stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Winfried Fitti Lehmbruck. Winfried Lehmbruck war am 22. März im Alter von 63 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Der Reitverein Lippebruch-Galen e.V. startet in die Turniersaison 2022. Am kommenden Wochenende vom 9. bis 10. April findet das erste Turnier der Saison auf dem Geländepark an der Hartstraße statt. Weitere Informationen zum zeitlichen Ablauf der Prüfungen unter rvgalen.de. Der Schermbeck-Podcast, die Woche, wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck.